So Leute, jetzt mal in der nächsten Folge, in der zweiten. Die Leute sind nervös und misstrauisch geworden. Es ist besser, sie nicht zu provozieren. Ja, das denke ich auch. Tag beenden. Vor allem das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt, wahrscheinlich zwei... Warte mal. Ist das jetzt, so, dass ich... Naja, ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie dann so eine Art Speicherpunkt habe. Wir spielen einfach mal weiter. Ja, das ist auch nur die erste Aufnahmesession, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich kann die Folge eure Tipps, falls ihr schon welche reingeschrieben hattet, noch nicht wahrnehmen. Deswegen müsst ihr das entschuldigen. So, ja, ich möchte den Tag jetzt beenden. Ich kann eh nichts machen. Oh, was ist das da? Bombardierte Schule. Etwas Lebensmittel, eine große Menge Materialien, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile. Diese Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Keller sind leider eingestürzt, aber Holz und andere Materialien können im Schutt gefunden werden. Es dürfte sich lohnen. Eine Schaufel. Ja, wir haben keine Schaufel. Wir gehen nochmal. Verstehe. Wir können da nochmal hingehen. Ja, genau. So wollte ich es auch lassen. Weil die Wache stand, ist die auch müde. Ja, müssen wir halt so machen. Hier steht niemand Wache. Ich hoffe, das ist jetzt nicht tragisch. Waffenteile. Verschiedene Waffenteile, Klingen. Klingen, Gewehrläufe. Okay. Schlösser und so weiter, okay. Aber wir gehen mal los. Wir gehen mit leeren Händen wieder hin. Da ist ja nichts. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob da irgendwas auftauchen kann. Eigentlich hätte ich schon alles mitgenommen. Hier hätte ich, glaube ich, auch alles mitgenommen. Nehmen erstmal. Davon brauchen wir genug. Ich glaube, das erste ist wirklich erstmal ganz viel Stuff sammeln. Nehmen wir 5 von 10 Plätze schon eingenommen. Bruno! Oh! Gut. Was habe ich jetzt gemacht? Nutze. Egal. Vor dem Krieg war Restaurantbesitzer und hatte sogar eine TV-Sender. Koch mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack in die Finger bekommt. Ein Sack? Okay. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. Ah, ich bin auf Biografie gekommen. So. Nehmen wir. Warte mal, das haben wir weg. So ein Einzelnes nützt mir ja nichts. Ich kann ja mal wieder... Hallo, nee, das sollst du looten. Elektrische Teile haben wir bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Schau, wir haben es gerade mal 9.40 Uhr. Also, das sollte vielleicht nicht unbedingt müde sein. Nein! Ja, mach die ruhig zu. So, ich glaube, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Wir rennen jetzt auf jeden Fall zum Ausgang und sind dann, was das angeht, fertig. Bruno ist zurück. So, einfach nur Zeug mitgebracht, ganz viel Zeug, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen uns dann, später ein bisschen mehr riskieren. Tag 3. Oh, guck mal, da wartet schon jemand auf uns. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich hier bekommen habe. Wir wurden aus... Ja, klar! Ja, am Arsch! Nein! Das ist voll unfair! Leck mich! Am Arsch! Ich hoffe, ihr habt gut gepennt. Leicht krank, hungrig, schlecht geschlafen. Ja, bitte, noch mehr schlechte Nachrichten hier. Ja, toll. Gut, das heißt, jetzt wird wieder immer jemand Wache stehen. Können wir halt nicht mehr machen. Ja, wenigstens ist es warm, das ist wahr.
Hä, ich kann doch eigentlich gar kein Bett herstellen. Wieso kann ich ein Bett herstellen, wenn ich nicht genug Zeug habe? Muss ich das verstehen? So, hungrig? Ja, wir haben kein Essen. Wo kann ich eigentlich mein... Wieso bist du verletzt? Ein Radio. Oh, da bräuchte ich elektrische Teile. Ein Heizgerät, das ist schon warm. Bett haben wir schon, wir bräuchten das jetzt, wir bräuchten jetzt. Primitiver Herd, okay. Platzieren. Schlaf gut, Bruno. Nee, Bruno. Ah, doch, Bruno. Du darfst nicht pennen. Du hast schlecht geschlafen. Was, Bruno ist nicht müde? Ah doch, Bruno ist müde. Na dann, hau dich ins Bett. Obwohl, ist Bruno unser Koch? Ja, wir haben aber kein Essen. Schlecht geschlafen. Wir können kein zweites Bett bauen. Kann ich das auch schon bauen? Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier so eine Art Hack. Ja, wird es ja jetzt viel einfacher. Es ist jemand an der Tür. Können wir dem trauen? Also unsere Feischerin, falls was ist. Lassen Sie uns ein Geschäft machen. Schauen wir mal. Unsere Sachen, was willst du? Der will... Ich weiß nicht, wie viele Waffenteile ich brauche. Aber ich brauche auf jeden Fall... Was ist das? Was ist das? Kräutermedizin. Das brauche ich. Ich brauche eigentlich Essen. Ich biete dir dafür Diamanten. Du bist nur noch haben von mir. Du bist von mir ein bisschen Dünger haben. Für ein bisschen Essen und Medizin soll ich das alles hergeben. Oh. Der Franco hier, der will uns. Obwohl, die Medikamente brauche ich aber noch. Ja, gebe ich dir ein bisschen Zucker hier. Ja, okay, das machen wir. Nein, halt's mal, verpiss dich. Das heißt, weggehen. Ja, tschüss. Leicht verletzt, leicht krank. Ja, du nimmst nur Kräutermedizin hier. So. Ja, der Magen knurrt, das ist schön. Deswegen kochst du uns jetzt was Tolles zu essen. Wasser, mir fehlt Wasser. Wieso? Hungrig, hungrig,
Hungrig. Gut, schlecht geschlafen. Der Pavel geht heute aber wieder. Die Katja. Du bist aber müde. Du gehst runter ins Bett. Und bist traurig, ja, kann ich verstehen. Pavel geht wieder. Heute. Wir brauchen Essen, Wasser. Eine Brechstange. Ah, links ist die Anzahl, die wir brauchen, und rechts ist das, was wir besitzen. Ja, easy. Wir nehmen auf jeden Fall eine Schaufel mit. Herstellen. Weil die nehmen wir dann mit in die Schule. Können wir noch ein Bett? Ja, wir könnten noch ein Bett herstellen. Wir könnten so einen Regen auffangen. Achso, ja gut, dann machen wir es uns hier mal relativ kuschelig, hä? Dann platzierst du das da. Bruno. Ja, ja, ich weiß, dass du Ruhe vertragen könntest. Du kannst ja heute Nacht auch hier bleiben und pennen. Alkohol, nee. Aber ein Radio. Nee, wir machen jetzt erstmal kein Radio. Braucht man für das Messer oder braucht man noch ein bisschen Waffendingens da? Okay, ja gut, Day beenden, ja, wir möchten den Tag beenden. Du stehst Wache und du plünderst. Wir gehen zur Schule. Vorbereiten. Wir nehmen das mit. Plündern, los geht's. Wobei, vielleicht wären Dietrich auch noch besser gewesen. Das ist schwer zu sagen. Okay, wir kommen hier schon mal in der Schule an. Finden hier erstmal den erste Zeug. Ist nur eine Ratte, okay. Nein. Was heißt das noch plündern? Hier ist noch Abfall und Schmutz. Wir können leider nicht sehen, was sich über uns bewegt. Haha, deswegen haben wir die Schaufel dabei. Sehr gute Arbeit, Pavel. Ich will diese Negativnachrichten da unten ausblenden. Das ist ja richtig nervig da. Schlecht geschlafen, hungrig, leicht krank. Meine Güte. So, jetzt will ich aber mal was finden. Es hat sich bis jetzt noch gar nicht gelohnt. Oh. Hab nichts gesagt. Nun schauen wir mal durch. Dann gehen wir erstmal nach unten. Sägeblatt, ach du Schande. Wer vergittert denn eine Tür in der Schule? Das ist ja, soll das ein Gefängnis sein oder was?
Ja, du kannst doch morgen ausschlafen. Alter, der sieht nicht mehr gesund aus. Aber der tut uns nichts. Ja, das ist. Ist da jemand? Hallo. Er blockiert die leider nicht so lang. Für mich an die vor dem Verstecken, die sind ja nicht böse, die können. Hallo, es gibt keine Hoffnung mehr, das für euch vielleicht nicht. Ey! Was tut er da? Was tut er da? Er tut genau das, was ich nicht will. Ja, danke, das will ich. Tür ist vergittert, Sägeblatt. Oh, Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Denen geht's nicht so gut. Aber ich brauche das Essen. Wasser. Sehr gut. Darauf habe ich so ein bisschen gehofft. Raus damit. Okay, wenn du das sagst, wir sollen deine Kiste nie anfassen. Was willst du? Ja, ich fasse deine Kiste schon nie an. Heul nie rum. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dafür würde ich sogar mal hier mal Stuff liegen lassen. Ein bisschen Kräutermedizin. Ich hoffe, die ist ein bisschen wirksam. Nein. Okay. Hallo. Ihr da. Nö. Also müssen. Oh, Alter, das war ja. Dangerous. Okay. Hier oben war die Säge. Eigentlich war es das schon. Ja, dann können wir jetzt eigentlich gehen. Das sollte ja alles gewesen sein. Ja, hier war verbarrikadiert. Ja, dann können wir zum Ausgang gehen. Gut, leider erstmal gerade ein bisschen wenig Essen, aber das stand ja da, dass es da nie so viel ist. So, Pavel ist zurück und wir wurden nicht ausgeraubt. Weil diesmal die Olle wach war. Also unsere, nicht die Olle. Aber ich habe auch gerade nie ihren Namen im Kopf. Okay, Tag 4. Wir leben immer noch. Sehr gut. Lass mich in Ruhe, das ist aber immer ein miese Petrich. Es scheint, als würde Bruno anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Hä? Pavel geht offensichtlich nicht gut. Er könnte ein paar Tabletten vertragen. Na, Pavel, du hast ja zum Glück welche mitgebracht. Da darfst du mal ein paar Tabletten jetzt nehmen. Müde, krank und hungrig. Tabletten? Ja, du hast Hunger. Aber du bist ja unser Koch hier und du zauberst uns jetzt hier was Feines. Was könnte denn das Upgrade bringen? Verbesserter Herd. Ein effizienter Herd ermöglicht uns Essen auf effiziente Art und Weise. Ja, das machen wir noch. Wieso bist du traurig? Hungrig, leicht verletzt, traurig, müde. Müde. Ja, geh ins Bett. Das ist wohl besser für dich. Ja, Pavel wird schon bald besser gehen. So, und du zauberst jetzt was Schönes zu essen.
herstellen. Was möglich, ich kann heute nur 3 Sachen herstellen. Zweimal herstellen. Ich meine, das ist an der Tür. Ist wieder ein Händler? Danke fürs Aufmachen. Was möchtest du denn? Zum Glück sind sie hier. Eine Granate hat ein Haus weiter unten in der Straße getroffen und Menschen in seinem Schutt begraben. Bitte helfen Sie mir dabei, sie rauszuholen. Jede helfende Hand wird gebraucht. Wir werden die Verletzenden eines notdürftigen... Wir werden für die Verletzenden ein notdürftiges Krankenhaus in meinem Haus errichten. Ich habe ein paar Betten und medizinisches Zubehör. Okay. Die Frage ist jetzt, wenn wir da jetzt helfen... Das kostet uns natürlich wieder Energie und wirft uns zurück. Hätte den Vorteil, wir würden dann vielleicht ein bisschen von dem medizinischen Stuff abbekommen. Aber wir haben gerade, was das angeht, ein bisschen was. Und das wird uns zuerst zurückwerfen. Das ist jetzt ziemlich hart, aber... Ich sag nein. Ja, bin ich. Wir können nicht helfen. Wir haben gerade genug eigene Probleme. Herstellen. Leicht verletzt. Ja, dann nimm die Bandagen. Ja, ja. Du erholst dich gleich, du kriegst noch was zu futtern. Und jetzt gehst du wieder runter ins Bett. Hungrig. Aber langsam geht uns auch wieder das Stuff. Ah, gut, wir haben ja gute Medikamente. Wir müssen jemanden zur Wache. Aber. Das reicht erstmal. So, das gab erstmal Futter für alle. Hat die gerade geblinzelt auf dem Bild? Das sah gerade so aus. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat sie sogar. Traurig und leicht krank. Ja, dann nimmst du auch nochmal ein paar Tabletten, ein paar Kräutertabletten. Und wir brauchen jetzt wieder Waffenteile. Waffenzubehör. Wir müssen uns jetzt mal weiter vortrauen. Ja, aber... Das werden wir in der nächsten Folge machen und deswegen würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.